Ja, ein herzliches Hallo zu MotoGP 14 wieder hier bei mir auf meinem Kanal und ein Special am Brno Grand Prix Ring hier, und diesmal starte ich mit der Repsol Honda aus dem Kollege von Dani Pedrosa und Marc Marquez. Ich werde aber Onboard fahren plus Semi-Pro Einstellungen bei der Lenkung mehr oder weniger und ohne Traktionskontrolle. Und das Ganze werden wir auch onboard machen. Beziehungsweise der Traktionskontrolle werden wir jetzt nur beim Start mal hochgeben. Und gleich wieder raus. So, los geht's. Erste Kurven werden wir mal außen fahren. Weil das Onboard ein bisschen schwierig ist, wenn da komplett im Verkehr, wenn wir da sind. Ja, und hier wird jeder Fehler bestraft. Deshalb müssen wir uns da relativ zurückhalten eigentlich. Aber in meiner normalen Einstellung jetzt von der Moto2-Karriere da, ja, da ist man auch erster, nach der ersten Runde glaube ich erster und dann pro Runde eine Sekunde schneller wie die anderen. Deswegen habe ich mich da selber ein bisschen eingebremst diesmal. So, ein paar Kurven nehmen wir da jetzt noch mit. Oh, 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 da darf man auch so mit berühren und so. Das ist auch sehr gefährlich. Oh, 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 hier. Sehr gefährlich. Oh, da habe ich schon eine mitbekommen. Gut, wenn ich von hinten eine bekomme, da kann ich jetzt nicht wirklich viel machen. Aber ich darf auch nicht quer über die Linie oder über die Piste fahren, ist auch klar. Ja, fahren wir vielleicht einmal die erste Runde. Dann schauen wir uns das noch einmal an. Aber man muss wirklich auf Semi-Pro hier sehr aufpassen. Hinten schon ein bisschen das Heck hier ohne Traktionskontrolle. Oh, 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 oh. Vorsichtig hier an Dovizioso vorbei. Geschummelt. Jetzt eine Maschine. Ah, hier bergauf. Aufpassen wegen Bremsen, ja. Elish hier kämpft er schon mit Bautista. Bautista nächstes Jahr auch nicht mehr hier auf der Gresini unterwegs. Na gut, okay. Im Test bin ich da am Start ein bisschen besser weggekommen. Deswegen war ich doch ein bisschen weiter vorne. Uiuiui, uiuiui, uiuiui. Oh. Ich habe mich schon fliegen gesehen. So, jetzt geht's in die Cockpit, on board. Heißt nochmal doppelt aufpassen. Stefan Bradl hier hinter Rossi. Eieieiei, was war nicht von der Linie da? Aufpassen on board. Oder Cockpit, nicht on board. Oder Helmansicht von mir aus. Na, wer Lust hat, schreibt unten rein, wie euch das so grundsätzlich dann gefällt. Onboard einmal. Als erstes werden wir das Ganze mal fahren. Aber würde mich jetzt interessieren, ob wir dann eine Kehre vielleicht auch das eine oder andere bringen, wo wir wirklich schneller sind. Oder wo es vielleicht gerade passt. Oh, ich sollte nicht ganz so aggressiv. Das ist sehr gefährlich, wenn wir herfliegen. Bravo kämpft da gegen Rossi, sehr gut, da ist er dran. Und dann kontert aber, oder beide. Oh, 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 ich will nicht in die Wiese, das, das kann schwer ins Auge gehen.
wir müssen uns da konzentrieren. Der Marc Marquez erster, Lorenzo da schon wieder Abstand auf Marquez, wie es ausschaut. Ah, ein Blödsinn, beide Hondas vorne, Marquez unbedrosen, Ja, bin ich schlechtester Honda-Pilot. Ja, ich bin absichtlich wieder hinten gestartet, was 12. Aber hier an Bord bin ich da eh nicht. Da bin ich eh relativ gleich schnell, glaube ich. Über die Runde gesehen. Aber eins muss man schon sagen, die Repsol Honda liegt schon extrem geil. Da freue ich mich dann schon in der Karriere. Das war wieder ein bisschen aggressiv. In die Wiese. Und den Berg hoch. Radl kämpft da noch immer mit, Rossi. Da unten hinter uns wer? Nein, die sind weit genug weg. Espargaro hinter uns. Der ist aber gut unterwegs, muss man sagen. Ja, keine extrem lange Gerade, da ist er schon da. Ich glaube, der wird auch nochmal relativ weit vorne mit dabei sein. Ja, die Steuerung muss man sich jetzt ein bisschen auch gewöhnen, Onboard hier, Cockpit. Den Lenkpunkte und so, wie das dann genau. Aber es, man kommt halbwegs gut rein. Es geht eigentlich, also ihr könnt es ruhig einmal probieren auch, wer es noch nicht probiert hat. Und eventuell auch irgendwo vielleicht zu schnell ist, kann das ein bisschen probieren, dass man im Prinzip ein bisschen langsamer wird von außen. Bei mir ist zumindest so. Ja, Stefan Pradl hier, noch immer dran an Rossi. Rossi hat da schon einen minimalen Vorsprung hat. Aber schon gut rausgefahren. Berg hoch. In der Stadt Ziel kann man auch ein bisschen später bremsen eigentlich. Und von außen dann geht das sowieso wunderbar. Aber jetzt auf Semi-Pro und ohne Traktion wird das natürlich ein bisschen schwieriger, aber so soll es auch sein. Jetzt sind wir da vom Speed her eigentlich relativ gut unterwegs im Vergleich zur KI. Kann man sich im Prinzip ja selber ein bisschen helfen. Werksmaschine, wir müssen da schon den Stefan jetzt einmal überholen dann, dass wir auch an Rossi dranbleiben. Der kommt da schon ein bisschen weg. Ah, da kommt Stefan nochmal rüber, dachte er bleibt ein bisschen auf der rechten Linie. Aufmachen, aufmachen, ganz wichtig so. Haben wir den Stefan jetzt? Ja, ich glaube. Ja, das sieht gut aus. Jetzt mit dem Doktor da mitgehen. Ah, das spurt schon langsam schon. Und bergauf, ja, vorne meine zwei Teamkollegen, die werden schwer. Lorenzo auch schon mit Abstand. Da will er natürlich rankommen, aber wird er wohl nicht ganz schaffen, so wie es ausschaut. Im Rennen hat er als einziger beim Vorderreifen den mittleren genommen hier beim echten Rennen.
War jetzt aber im Prinzip gar nicht so der Riesenunterschied. Boah, Walle. Na, schade, dass sie da so früh bremsen. Und dann hier raus. Eigentlich haben sie auch immer ein bisschen Probleme. Aber da muss man selber schon wirklich top rauskommen, dass es dann nicht so auffällt. So, können wir uns vorne halten? Na, da gehen wir ein bisschen weit. Wo ist der Doktor? Immer noch, ich mache 50%, dass wenn ich wirklich hier on board fahre, ist vielleicht 100% doch ein bisschen lang. Und ich weiß nicht, wie es zum Zuschauen ist. Aber das könnte man, wie gesagt, schon vielleicht kurz, wer es will, reinschreiben. Ob das soweit okay ist auch. Muss ich mir mal noch überlegen, ob man beim Motor 2 da einen Onboard bringen auch. So, Vierter, schaffen wir es noch aus Protest heute. Wie gesagt, wir müssen vorsichtig sein. Jeder kleinste Fehler wird da bestraft auf Semi-Pro und ohne Traktionskontrolle. Aber wir nähern uns schon Lorenzo. Wir sind noch immer schneller eigentlich, unterm Strich muss man sagen. Vor allem wenn man jetzt hier ein bisschen reinkommt auch. Machen wir mal Kontrolle, sie mehr aus, ja, passt. Aber das merkt man irgendwie gar nicht so wirklich. Uiuiui, aufpassen hier, ja. Ja, Lorenzo. Kommt er da ran an die oder? Schwer zu sagen. Aber wenn es einer kann, dann Lorenzo. Also ich plötzlich den Speed da drauf. Ja, Dreifachführung hier für Honda Repsol. Mit Rosa Marquez, Baum. Oh, und schon zu früh verschrien und schon verbremst vor lauter Freude. Wackerb aufpassen. Oh, ah, da hin und wieder habe ich dann nicht wirklich den Bremspunkt gut drauf. Eine Sekunde nur raus hinten, also wenn da was ist, ist er gleich da. Oh, was? Wieder aufs Spiel zu spät. Ja, aufpassen hat es halt geheißen. Aber leichter getan als gesagt. Leichter gesagt als getan. Auch nicht schlecht. Tja, okay. Wo bremst der bitte? Ja, war komplett zu früh. Komplett zu früh. Und da kommt noch einmal. Ja, das war ja jenseits von Gut und Böse. Ja, ich weiß, man muss eh immer versetzt fahren, aber speziell jetzt bei der KI. Aber den Bremspunkt hatte ich jetzt nicht mehr so im... Naja, okay. So, können wir uns die Repsol-Dreifachführung wieder zurückholen oder nicht?
Der Lorenzo, da fährt er schon ein bisschen Kampflinie. Aber weiß, dass wir ein Tier sind hier auf der Bremse. Oh, die war scheiße. Ja. Das war jetzt mein Fehler. Gut, eigentlich bin ich ausgeschieden. Na, das ist genau das. Das ist genau das. Da muss alles passen. Das war mein Fehler. So, können wir da am nächsten wieder aufschließen. Das könnte schon der Bradl sein da vorne. Können wir nächstes Mal in aller Ruhe alleine so ein bisschen fahren. Die eine Runde zumindest. Ja, das ist Bradl 2,5. Und Bautista, hier bei der KI gar nicht so schlecht unterwegs. Also im Spiel. Ganz locker was überrollen nur, über das Körb wieder. Ja, insgesamt zwei Fehler eigentlich. Ja gut, die KI bremst zu früh, das ist jetzt nicht jetzt unbedingt so ein Fehler in dem Sinne. Ja schon, aber nicht so ein Fahrfehler von mir, dass wir da bei der Wiese rauskommen. Na, unser Ziel, unser kleines Ziel jetzt noch an Bradl heranzukommen in den letzten Runden. Unser Reifen, ja so Bombe, schaut er gar nicht aus. Vielleicht ist es jetzt Onboard auch ein bisschen, den Verbrauch ein bisschen anders. Könnte natürlich durchaus sein. Aber prinzipiell habe ich noch keine Probleme jetzt beim Fahren. Jetzt habe ich da fast... Das war schon die normale Brems-Ding. Der normale Bremspunkt, also normaler Anbremst, der war ein bisschen riskant, denn man kann da schnell herfliegen, wenn man da zu schnell umlegt. Beim Anbremsen. Na, wir nähern uns wieder, Stefan. Ja, aber ich glaube, Onboard ist auf Dauer wahrscheinlich nicht wirklich so der Burner zum Zuschauen. Also zum Fahren selber muss ich sagen, geht es eigentlich. Ist recht geil eigentlich auch. Kann ich nur empfehlen, wer es noch nicht gemacht hat. Na, da wieder ein bisschen rausgekommen, da wollte ich auch... Na, hier ist ein bisschen gefährlich fast, aber jetzt muss ich... Ach, da ist er. Gut, wir haben noch Zeit. Und aufpassen. Jetzt haben wir noch eine ganze Runde Zeit, um Stefan hier zu überholen. Boah, genau, ich hätte können innen reinstärken, ich bin auch ein Idiot. Jetzt kommen wir hier raus, gut, genau. Boah, nach links. Und der ist noch ein bisschen später. Uiuiui. Und da ist er. Boah, da kommt doch. Da, Stefan, da kommt er da.
Nebeneinander. Ah, sie sollen jetzt mit Glieder fahren, da vorne zu überholen. Und da ist man ein bisschen zu riskant, da hat sich schon den Sturz beim Anbremsen. Ich kann es im Prinzip nur jetzt bergauf probieren. Oh, da kann man gut raus, da kann man gut raus. Au! Reicht das? Reicht das? Zumachen. Ja, das sieht gut aus, jawohl. Boah. Nach dem Sturz noch hier Stefan Unterboten, Stefan Bradl, sehr schön. Da muss man eigentlich zufrieden sein. Fünfter Platz mit dem Sturz, sonst hätte man können vielleicht mit Marquez und mit Sieg fahren, ja, das könnten schon bis 7 Sekunden gewesen sein. Sehr schön, das war das kleine Special hier in Brno zum Rennwochenende. Ja, genau, das war's schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann wieder demnächst in der Moto2, wo es weitergeht in der Karriere auch. Ja. Genau. Dann bis dorthin und ciao, ciao.